So, hier rüber. Ich probier's trotzdem. Hört doch mal auf zu quatschen. Hip. Oh, 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 oh. Eieieiei. Jupp, gerade so. Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich. Wirf Bitterbeeren über so. Mich. Jetzt müssen wir schütteln. Oh, da ist eine. Nein. Jetzt ist er untergetaucht. Ich weiß jetzt nicht. Hurra, das schmeckt genauso wie Sonntagsgrütze. Genau das, was wir jetzt brauchen. Okay. Also nochmal. Schütteln. Nicht schon wieder. Ich hole vorsichtshalber gleich drei. Ja, weg. Ach komm, geh weg. Achtung. Ich hab dich. Bäh. Dass die immer so ein Glück hat. So, jetzt schnell wieder zurück. Und ich hoffe, wir können ihn jetzt wieder befreien, damit wir weiterkommen. Und was der Vogel hat, denn das ist ja ein Botschaftenvogel oder so. Und der müsste ja dann entweder einen Zettel mit haben Bitte, oder einen Bären haben gebracht wir. Haben. Und was nun? Also, weggebracht extrahieren. Extra was? Verstehe ich nicht. Das geht durch Erhitzen. Das verstehe ich. Wir brauchen ein Feuer. Okay. So. Gut, dann holen wir mal ein Feuer. Wenn ich mich noch recht entsinne, war ja dort ein glühender Honig oder was da von der Biene war. Genau hier. Aber nein, nicht mit der Hand anfassen. Autsch! Damit könnte ich ein Feuer anzünden. Aber wie, wenn es zu heiß zum Anfassen ist? Moos? Nicht, nee. Das löscht's ja Damit dann eigentlich. Damit kann ich das Feuer nachher wieder löschen. Ich frage mich, wie Schädel? Der Fisch aufs Trockene gekommen ist. Und wie er wohl innen aussieht. Hallo? Mach mal auf. Oh, genau. Da ist ja noch ein Monster im Monster. Ein Monster im Monster? Eine richtige Monstroschka ist das. Nein. Oh. Oh, vielleicht war es doch das gut. Da stinkt echt schlimm hier drin. Sei ruhig. Hallo, kann mir mal jemand helfen? Hallo, kann mir mal jemand helfen? Warum hört er sie nicht? Hä? Warum hältst du nicht den Mund auf? So, Mund aufhalten. Oder kann ich das als Feuerschale nehmen? Hm? Wie kommen die denn auf einmal dahin? Könnt ihr etwa laufen? Bestimmt macht ihr das, wenn ich gerade nicht hinschaue. So. Da klebt Pech dran. Brennt bestimmt wie eine Fackel. Nee, dann tut es doch nicht rein, wenn... Oh. Oh nee. Achtung. Nein. Oh, was macht die? Wow. Die fackelt noch den ganzen Wald ab. Was passiert, wenn ich es nochmal hinschaue? Damit fackel ich mich noch selber ab. Ja, gute Erkenntnis, würde ich mal sagen. Wenn jetzt die halbe Pechgrube brennt. So. Und jetzt tue ich mal die Maske dort rein. Ja, schön geht. Brav A sagen. Dr. Rini schaut sich nur kurz um. Perfekt.
Und jetzt kann die eigentlich reingehen, oder? Hält es jetzt? Ja. Oh, ha, ein Helm. Und da ist auch noch was drin. Ein Ritterhelm. Toll. Für mich, nicht für den Ritter. Gut, den nehme ich mal. Der hält sogar Feuerspeien in Drachenstand. So, damit kann man dann den Honig aufsammeln. Juhu, ich habe endlich was Feuerfestes gefunden. Und auf geht's. So, Schau mal, ich habe hier was, womit wir ein Lagerfeuer anzünden können. Gut gemacht, Rini. Aber das Holz ist hier im Sumpf nicht trocken genug. Du musst etwas anderes finden, das du anbrennen kannst. Möglichst etwas, das nicht zu nah an mir dran ist. Okay, am Warnschild. Das gibt gutes Feuerholz. Nicht? Zu modrig. Das kann sein, ja. Stöpsel? Ach nee, oder? Wenn da Methan drin ist, das brennt ja auch. Ups. Also. Verdammt! Nicht einatmen, hörst du? Okay. Boah, stinkt wie Latrinendienst jeden Mittwoch. Nicht einatmen, aber es riecht so. Aber nicht, oder? Wie meinst du das? Na, wenn man das Gas anzündet. Ach, wird schon nicht. Achtung. Oh. Nur gut, dass Noah nicht zuschaut. Bittere Beeren haben wir. Eine Feuerstelle auch. Ja, das würde ich auch sagen. Und was nun? Ihre Bitterstoffe werden freigesetzt, indem man sie in Wasser erhitzt. Ich weiß Bescheid. So, also. Jetzt brauchen wir Wasser. Da war ja drüben Moos. Das können wir ja nehmen. So, hier war das Moos. Das fühlt sich so lustig an. Mimamu, wir melken eine Kuh. Strip, strap, strull, gleich ist der Eimer voll. Ja. Gut, dann haben wir jetzt Wasser. Die Beeren können wir hoffentlich reinlegen und den bitteren Saft oder so machen, damit wir dann den Vogel und den Samuel rauskriegen. So. Juhu, jetzt bin ich ein echter Koch. Oh, ich glaube, der Zaubertrank ist fertig. Schau mal, was ich habe. Super Kottsaft. Was für Saft? Alles klar. Aber der Helm ist jetzt auch nicht heiß, ne? Also, wenn man den erst im Feuer hatte, dann ist er bestimmt nicht heiß. Das Zeug schmeckt schlimmer als Brokkoli. Pass auf. Hoffentlich ist der Saft bitter genug. Oh, perfekt. Oh, was ist das? Ein Speer. Oh, Horus, sieh nur. Er hat eine Botschaft von Janus bei sich. Wir müssen ihn fangen, schnell. Wir müssen ihn fangen. Wir brauchen die Botschaft. Da steht drin, ob Janus das, was wir suchen, gefunden hat. Wie bei einer Schatzsuche? Toll! Wir brauchen die Botschaft. Ja, das wissen wir ja. Aber wenn ich den jetzt fange, dann fliegt er doch weg, oder nicht? Wie ich gesagt habe. Schade. Okay. Also müssen wir den später wiederfinden.
Wie lange lädt denn das? Das dauert ja ewig. Kyra, alles okay? Ja, ja, ich wollte nur kurz verschnaufen. Ist schön hier. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Was glaubst du denn? Der Honigduft, das magische Licht, die Gravur an der Rinde? Ein Drogenumschlagplatz? Ein Treffpunkt für Verliebte, du Idiot. Er sagte zu einem, komm her, fühl dich frei, lass dich mit Weintrauben füttern und sei glücklich. Ha. Ist schon eine Weile her, hm? Ein ganzes Leben. Okay. Oh, hier ist der Vogel. Was ist das? Klingt wie eine kranke Krähe. Nein, das ist unser Botenvogel, Horus. Auf den habe ich schon gewartet. Komm, Horus, komm zu mir. Na los, ich bin's, Kyra. Komm schon. Was ist los mit dir? Du kennst mich doch. Das wird das Problem sein. Was willst du damit sagen? Dumme Krähe! Okay, was kann man da jetzt machen? Geheime Botschaft? Wollten wir nicht direkt zum Camp? Das hier ist wichtiger. Nicht für mich. So, Honigbaum. Mach eine Räuberleiter. Okay. Abgerutscht. Ich dachte, du wärst nur ungeschickt. Dabei bist du ein Schwächling. Oder du bist zu schwer. Was? Das ist die Rüstung. Hör mal, ich hab nichts gegen dich, okay? Geh mir einfach nicht auf die Nerven. Wieso kletterst du nicht hoch? Hast du etwa Angst um die schöne Rinde? Quatsch! Siehst du? Na los, mach mit! Es bringt doch nichts, den Baum dafür zu bestrafen, dass die Zeiten sich geändert haben. Halt die Klappe und tritt einfach. Okay, also dreh dich mit. Oder soll ich mitreden? Kann ich noch? Nee. Also muss ich. Oh, oh, da kommt eine Biene. Ich bin allergisch gegen Bienenstiche. Gut, dass es eine Honigtauzecke ist. Honigtauzecke, okay. Oh oh. Hey, was fällt euch ein? Lasst mich los! Oh oh. Hey! Ah! Nun ist die Kyra weg. Ja, ich kann rauskommen, denke ich. Aber irgendwie muss ich den Brief dort oben bekommen. Spot. Wurzel mit Blume. Was? Wow. Nicht! Okay. Verdammt! Spot, du Vielfraß!
Lass das! Ich will die Bienen nicht noch mehr provozieren. Aber der Spot, der muss auch wachsen. So, was ist in dem Loch los? Da können wir doch auch runter. Verdammt doch mal, Kyra! Yep.